meine Damen und Herren. Danke schön. Danke viel. Danke. Ja. Danke. Ja, danke schön, dass ich hier dabei sein darf heute als Quotenösi. Und gratuliere 25 Jahre Dreisat, 20 Jahre Mauerfall, dieser Optimismus. Und ich frage Sie ganz österreichisch, ist Optimismus eine Form von Informationsmangel? Und ich muss ja sagen, wie dieses Deutschland in diesen 20 Jahren zusammengewachsen ist. Ein Monolith, möchte ich fast sagen. Man sagt im Allgemeinen, wir Wiener hätten mehr Fantasie als die Deutschen. Aber in dem Fall muss ich sagen, gratuliere. Sie feiern am 3. Oktober etwas, was es de facto nicht gibt. Jetzt werden einige sagen, na gut, den Osterhasen gibt es auch nicht. Aber noch eher. Und dieses neue Selbstbewusstsein auch hier in diesem Land. Also warum soll der deutsche Außenminister Englisch können? Hey. Diese Provinzsprache. Hm? Und ich muss sagen, wie sich dieses Deutschland entwickelt hat. Keine Arbeitslosigkeit. Heute arbeiten bereits über 50.000 Deutsche in Österreich. Das ist Rekord. Finde ich auch okay. Wer soll sonst die Jobs machen, die unsere türkischen Mitbürger nicht mehr machen wollen? Das heißt, die deutsche Wiedervereinigung findet praktisch bei uns in Österreich statt. Ostdeutsche Gastarbeiter bedienen auf Österreich Skihütten, westdeutsche Urlauber. Mehr geht nicht. Und tragen ihre ethnischen Konflikte in unser Land. Und ja, und das gefällt mir auch an Deutschland. In Deutschland ist alles so politisch korrekt. Nicht? Wenn man in Wien einen bösen Scherz auf der Bühne macht, keine Reaktion. Klar, weil das Böse ist im Wiener immanent. Aber hier hört man dann oft so ein geiles wie im Kasperltheater. Und na, das freut mich. Da merkt man gleich, die Kinder gehen mit. Und also auch bei Gala-Veranstaltungen, wo normalerweise man das Gefühl hat, man spielt im Friedhof der Namenlosen. Aber heute muss ich sagen, großartig. Ne? Und man muss natürlich auch sagen, Ihre Kanzlerin, ein politisch korrektes Modell. Eine Frau aus dem Osten, aber nicht zu Ende gedacht. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Frau aus dem Osten im Rollstuhl? Zum Beispiel mit einem Nigerianer als Freund? Weil ihr Mann bleibt ohnehin immer im Dunkeln. Ne? Und kryptisch, ne? Kryptisch, geheimnisvoll. Ja? Aber man muss ja mit Fremdwörtern wahnsinnig vorsichtig sein in einem Land, das bei der PISA-Studie so wie Sie abschneidet. Aber deswegen bin ja ich da, um zu helfen. Und es gibt ja tatsächlich Menschen, die behaupten, Österreicher und Deutsche hätten dieselbe Sprache. Stimmt nicht, hat auch mit der PISA-Studie zu tun. Sie sagen ja zum Beispiel, ich ging in Berlin zur Schule. Wir sagen, ich ging in Wien in die Schule. Vielleicht macht das den Unterschied, dass wir auch reingehen. Und ich würde sagen, probieren Sie es mal aus. Probieren Sie das mal aus, schreiben Sie mir Ihre Erfahrungen. Oder wie sollen die Berliner Jugendlichen hier Selbstvertrauen tanken, wenn bei der U-Bahn-Station, bei jeder Station beim abfahrenden Zug eine Stimme sagt, bitte zurückbleiben. Oder durch die ganze Stadt fahren Busse, wo vorne draufsteht, Bus endet hier. Ja, das sieht man doch, Freunde. Und deswegen bin ich jetzt da, um zu helfen. Und ich glaube, wir sollten jetzt uns an den Händen nehmen, Kraft des Raums spüren vielleicht. Und vielleicht jetzt gerade, wo Deutschland wieder so Schwierigkeiten hat wirtschaftlich, ist es vielleicht wieder ganz gut, dass ein Österreicher kommt, der ihnen sagt, wo es lang geht. Ah, da haben wir aber länger gebraucht, Freunde. Okay, ich lasse Ihnen Zeit. Obwohl, sind Schüler im Publikum, Hitler war Bayer. Der Inn hatte damals eine Schützlinge um Braunau herum. Wir waren nicht dabei, wir waren Opfer. Vergessen wir das, wir haben es auch schon vergessen, wir haben das vergessen, was wir verdrängt haben. Und das ist die österreichische Form von Vergangenheitsbewältigung. Danke, Mama. Und die Schweizer haben es ja noch besser gemacht. Die Schweizer haben ja bewiesen, dass man Kriegsverbrechen begehen kann, ohne am Krieg teilzunehmen. Aber ich finde es auch schön, dass hier bei Dreisat ein Land dabei ist, das nicht zu Europa gehört. Dass wir da so offen sind für Völker außerhalb von Europa. Flieg nach Zürich, in einer Stunde bist du raus aus Europa. Ohne Jetlag, oder? Okay, und vielleicht nehmen wir uns bei den Händen, singen wir die deutsche Bundeshymne, von einem Österreicher komponiert im Übrigen, so wie die DDR-Hymne, also alles muss man euch machen scheinbar. Aber wir helfen gerne auch bei Opel. Wir hätten geholfen, aber es hat nicht geklappt. Aber wenn sie uns wieder brauchen, wir sind da.
Gut, eine andere Geschichte. Und die Frage ist ja, ob man Geschichten überhaupt nur dann verstehen kann, wenn man sie von hinten nach vorne erzählt. Zum Beispiel die Geschichte von Odysseus. Wir beginnen bei seiner Heimreise, überschaubare 20 Jahre. Da hat man genug Zeit zum Überlegen, wo smogst du daheim? Also, was machst du zu Hause für die Norddeutschen? Und man muss sagen, die Sache mit dem trojanischen Pferd war ja nicht so erfolgreich. Einige Trojaner sind entkommen, Aeneas und so, sind nach Italien, um unsere Kultur gegründet. Das heißt, wir sind die Nachkommen dieser Vollidioten, die das Pferd reingelassen haben. Das sollte man nie vergessen. Aber wären die nicht entkommen, hätte es keinen Rom gegeben, kein Latein, keine Spaghetti und die Germanen wären viel früher in Italien eingefallen. Und die Sterne hießen heute nicht Saturn oder Jupiter, sondern Hans-Dieter und Jochen. Das wäre romantisch, was? Schau mal, Kai-Uwe sieht man besonders schön. Ne? Weiter rückwärts in der Geschichte von Odysseus. Ganz zu Anfang das entscheidende Treffen von Odysseus mit einem Medienmann, der hat gesagt, Odysseus, listen, ich bin Homer. Ich berichte exklusiv darüber, mach mal eine super Story. Du bist der Held, segelst mit dem großen Schiff allein zurück. Das geht nicht, wurscht, das weiß keiner. Es geht nicht um Helena, es geht nicht um eine Frau, das ist die Erklärung für die Depperten. Es geht darum, Troja ist reich, Bodenschätze, Handelsknotenpunkt. Und wir sagen Folgendes, wir sagen, das sind Terroristen. Wir sagen, die pissen in unsere Orakeln. Das ist emotional besetzt. Und wir machen noch was. Wir bringen am Anfang gleich mal alle um, dann ersparen wir uns den Krieg nachher. Und das Ganze nennen wir Pazifismus. Aber wen interessieren diese alten Geschichten? Jetzt sind die Homers von heute gefragt. CNN, CNN, hey! Das ist ein guten Tag, das intellektuelle Niveau hat von einem Skisocken. Siebenmal am Tag dieselbe Scheiße. Das Mantra der Desinformierten, Headline statt Info. Odysseus, wir brauchen ein neues Pferd. Einen Schimmel. Weil drauf sitzt jetzt ein Schwarzer, wegen einem Kontrast. Er sagt, er ist der neue Präsident und bringt den Frieden. Wird ihm keiner glauben, wurscht. Wir werden ihm sogar den Friedensnobelpreis geben. Nicht dafür, was er schon gemacht hat, sondern für das, was er vielleicht noch machen will. Also eigentlich eine österreichische Lösung. Aber wir sollten aber die Medien nicht immer so schimpfen. Sie haben ganz wichtige Funktionen. Sie können beruhigen. Ich habe mir gelesen, folgende beruhigende Nachricht. Es gibt jetzt im Iran 40.000 ausgebildete Selbstmordattentäter, also keine Pfuscher. Also wenn sich der neben dir verteilt, ist es sauber und professionell gemacht. Ich frage mich nur, wie die üben. Und Medien sind auch demokratisch wahnsinnig wichtig, weil wir brauchen eine gewisse unkritische Masse. Und da hilft uns natürlich sowas wie Sat.1 oder Pro7. Mit diesen Talkshows am Nachmittag. Komm zu mich zurück, du Schlampe! Ich liebe dir! Ja, es ist schwer, die Fälle zu unterscheiden, wenn man selbst einer ist. Ne? Und in diesem Sinne sind wir froh, dass wir 3 Sat haben. Alles Gute und tschüss.